Geheiligt werde dein Wesen, dein Reich der Harmonie komme, dein Wille geschehe in Vielfalt wie in Einheit. Gib uns heute unsere tägliche Inspiration und vergib uns unsere Kurzsichtigkeit, wie auch wir vergeben denen, die anders denken. Führe uns in die Weisheit und erlöse uns von Ignoranz, denn dein ist das Mosaik des Lebens, die Kraft der Verbindung und die Schönheit des Ganzen in Ewigkeit. Amen. Modernes Vaterunser. Ich weiß einfach die Sprachfunktion von ChatGPT, die nicht so gut ist, wie wenn man das sorgfältig. Genau. Die KI scheint ja zurzeit irgendwie in zu sein. Vielleicht auch zu Recht. Das möchte ich gerne bei euch erkunden. Und einmal kurz konzeptionell die beiden Teilthemen verbinden. Konzentriert immer auf Kreativität als Form von Bewusstsein. Lernen und KI als primär als Werkzeug, den man dafür nutzen kann. Und plaudere so ein bisschen auf dem Nähkästchen, wie ich das so einsetze. Genau. Und wer auch neugierig, was ihr dann dazu denkt, sowohl kritisch wie auch, ob ihr das auch nützlich findet. Also, Kreativität sehe ich mal als wie auch immer gearteten Prozess, mehr oder weniger klar definiert und strukturiert, welcher am Ende zu einem kreativen Ergebnis kommt, einem kreativen Werk. Es kann auch sein, dass das nicht irgendwelchen Gütekriterien entspricht, sondern für die Tonne ist oder sozusagen ein gescheitertes Werk. Es kann auch ein nicht sichtbares Werk sein, wie ein Gedanke oder eine Erkenntnis. Das könnte ein Prozess sein. Und insbesondere sind auch Lernprozesse kreative Prozesse. Und alles, was bei Lernen geschieht, ist eben ein kreatives Werk. Also auch Erkenntnis oder ein Lernprodukt, wenn man in der Schule sagen würde. Oder die Schule selber ist ja auch ein kreatives Werk. Natürlich auch das Gebäude, die Innereinrichtung. Wir auch selber. Und ja auch ein kreatives Werk des Universums, könnte man sagen. Und ich habe ihn ein bisschen strukturiert, den kreativen Prozess. Sehr grob in sozusagen ein Teil der Unterbewusstabläufung, der unterhalb der blauen Linie, der durch eine sichtbare oder unsichtbare Spannung, es gibt irgendeinen Anlass, dass etwas in uns passiert. Könnte man es auch neurobiologisch vielleicht und das auch wirklich ein Erregungspotenzial, wenn es dafür sorgt, dass. Kannst du vielleicht die Folge an? Ja. Ja, ich hätte nur ein paar Mal hin und her springen zu vielleicht ChatGPT oder so. Fühlt sich das mehr. Genau, also ein Erregungspotenzial, was dafür sorgt, dass wir überhaupt in Aktion kommen, unbewusst oder bewusst, und nach unsere Gedanken sortieren, wir Ideen abwägen, wir unser neuronales Netz sich finden. Genau, und wie sich dieser äußere kreative Prozess ausformt, durch worauf wir eigentlich gucken, mit welchen Rahmen wir gucken, mit welchen Brille, was wir konkret da bearbeiten, mit welchen Methoden, das hängt insbesondere auch davon ab, von unserer inneren Haltung, ob wir überhaupt davon offen sind, ob wir überhaupt die Kapazität haben, die inneren dafür zu gucken und dann eben mit welcher Brille, mit welchen Frames wir auf ein Thema, auf einen Prozess, so auf das Thema Bildung haben wir jetzt schon die letzten Tage durch viele verschiedene Brillen, viele verschiedene Rahmen geguckt. Und so unterschiedlich sind auch die Methoden, die wir anwenden, um etwas Neues zu besprechen, erfinden. Sei es Bücher schreiben, Workshops machen, tanzen und so weiter. All das wären ja auch kreative Methoden und so. Und KI, da wir es ja wissen, glaube ich, ist es nicht so weit, dass die KI uns benutzt oder sich selbst benutzt. Wenn wir sie aber in den äußeren Phasen, wir
sozusagen können auswählen, auf welches Thema, auf welchen Rahmen wir auf ein Thema gucken. Wir unsere Spannung da durchfließen lassen, unsere kreative Erregungsspannung. Und dementsprechend auswählen, welche KI-Methoden wir benutzen, um ein kreatives Werk zu schaffen. So wie zum Beispiel ich jetzt heute Morgen spontan beschlossen habe, ChatGPT aufzumachen und einzugeben, wie sieht eine metamoderne Religion aus? Schreibe doch mal ein Vater Unser aus Sicht der Metamoderne. Genau, es dauert eine Minute, dann hat ChatGPT das geschrieben. In dem Moment, wo ich mal in meiner Erregungsspannung bewusst werde, einer, der ist am Sonntagmorgen erledigt, nutze ich das denn und mich für ein Framing entscheide, nämlich Religion und Metamoderne, nehme ich die Methode, prompt in den Chat geschrieben und es kommt was raus. Macht das Sinn? Nee, für mich nicht. Was willst du sagen, Sachen, die nochmal abgeklärt können? Das ist erstmal eine Schablone für Kreativität und zu zeigen, wo wir in der Vielfalt von kreativen Prozessen über KI einsetzen, nämlich bei allen Äußeren. Und natürlich gibt es auch einen inneren, unbewussten kreativen Prozess. Aber wenn wir uns dem nicht bewusst sind, nutzen wir auch dementsprechend nicht bewusst die Tools dafür. Aber wenn du den ziemlich alles als kreativen Prozess bezeichnest, ja, dann wird das ja für dich beliebig. Also ihr wüsst dich gerne, wo denn der eigentlich der kreative Prozess ist, wenn er dann automatisiert werden soll. Genau, ich lasse, das ist eine sehr, sehr weite Fassung von Kreativität. Das stimme ich dir zu. Eine Schwachstelle ist, dass es fast alles ein kreativer Prozess ist. Aber zum Beispiel mal in einer transzendenten Perspektive aus Sicht des Universums ist es ja so. Die ganze Zeit passiert etwas in uns, durch uns, als Gruppe auf der Erde. Und all das ist ja eine, so könnte man sagen, da wird etwas kreiert die ganze Zeit. Was auch immer davon uns bewusst ist. Da hast du die Frage beantwortet. Jetzt wird es schwierig, weil wir haben nicht die richtigen Prämissen. Und wenn ich nicht genau definiert habe, was Kreativität ist, kann ich das natürlich auch einem KI-System unterstellen, dass es kreativ sei. Genau. Was dagegen versuche ich mich von Anfang an zu wehren, indem ich sage, stimmt die Prämisse, ja, dann ist auch die Schlussfolgerung falsch. Ja, ist sicherlich zulässig. Vielleicht auch wäre das präziser. Ich würde aber sagen, wie in dem letzten Beispiel, hätte ein, das ist etwas Relatives Kreativität. Also wenn ein Kind ein Bild malt, dann loben wir, dass es kreativ ist. Wenn wir allerdings jetzt den, sagen wir mal, künstlerische Kriterien anlegen, was ein künstlerisches Werk ausmacht, dann würde man sagen, naja, ein bisschen gekritzelt auf Papier, weiß ich jetzt nicht, ob das kreativ ist. Also es hat ja auch was Relatives. Und ich erlaube fast alles davon, als das ist kreativ, weil es ja subjektiv betrachtet ist, es eine neue Schöpfung. Also für ein Kind ist es ein kreatives Werk, zum ersten Mal ein Haus gemacht zu haben. Allerdings kann man jetzt vielleicht auf dem Kunstmarkt niemanden damit mehr verweisen, dass man ein Haus als ein Haus gelegentlich hat. Auch das ist eine Frage des Ratings. Ja. Was würde es für dich bedeuten, wenn du statt kreativen Prozess produktiven Prozess entscheiden würdest? Ja, geht auch. Aber also es muss ja nicht alles erfolgen. Also es kann ja auch ein geistiger Prozess sein, der durch unseren Kopf wabert, so ohne dass etwa ein produktiver Output entsteht. Genau. Und warum ich sage, dass die KI dementsprechend auch kreativ ist, weil sie ja die ganze Zeit, jeden Tag, zwischen millionenfach kreative Werke erzeugt, denen wir auf jeden Fall ein Neuheitswerk unterstellen. Ich kannte vorher noch kein metamodernes Vaterunser, aber ChatGPT hat das beschrieben. Hat aus meiner Sicht einen Innovationsgrad und auch für unsere Veranstaltung einen Nutzen. Also würde ich zulassen, also es ist eine kreative Beschäftigung. Wie viel Transformativität jetzt enthält, das wäre jetzt ganz gut. Ich muss mal jetzt.
für den Medienfrageinstrument ist eine zentrale Frage, die formuliert sich gerade. Das müssen wir adressieren, bevor wir auseinandergehen. Vielleicht ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn du sagst, vielleicht noch ein Satz dazu, wenn ich Moderne so definiere, dass eine erwachte Subjektivität dahinter ist, dann war das kein metamodernes Gebet. Sondern du hast überlassen die Definition der Metamoderne, der künstlichen Intelligenz. Und das ist für mich dann nicht metamodern. Weil eine wahre Kreativität war nicht dahinter. Ich habe nur adressiert, vielleicht ist gut, wenn wir darüber später diskutieren, du hast noch einiges vor, aber wäre mein Vorschlag, dass wir später machen. Alle Punkte sehe ich als spannende Diskussion an, befürchte aber, ich verfange mich jetzt, wenn ich auf die alle Mittel eingehe. Genau. Von daher gehe ich mal pragmatisch weiter und sagen, bespreche die tatsächlichen Nutzungszwecke für euch und dann gucken, ob es später nochmal aufkommt oder jetzt aufzunehmen. Also wir schalten mal zwei Stufen von, nennen wir es mal, von KI-Power oder von KI-Intelligenz. Und die einfachste, kennt ihr das inzwischen wahrscheinlich alle, man kann mit einem Large Language Model schreiben. So, und da einfach Begriffe reinhauen und gucken, was dann an Einordnung zurückkommt. Oder als Antwort zum Beispiel wäre eben die einfachste Form von, wie sähe denn eine metamoderne Region aus? Dann kommt eine Antwort. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, ist eine andere Frage, aber es kommt eine Antwort. Und wenn ich dann eine bestimmte Sequenz von diesen Fragestellungen und Prompts ausführe, dann ergibt sich eine Art Chain oder so heißen auch die Software, die das versucht einzubetten. Das heißt, wenn ich merke, ich habe eine bestimmte Sequenz an wiederkehrenden Transformationen, die ich mit dem Text ausführe. Also nicht nur beschreibe eine metamoderne Religion, sondern sage mir auch noch, wie das Sonntagsgebet aussieht und was Rituale wären. So, dann ergibt sich eine bestimmte wiederkehrende Abfolge, die ich nochmal vordefinieren könnte, um dann wiederkehrende Muster ausführlich zu bearbeiten. Aber jedenfalls, das sind die einfachen Spielweisen. Ich habe einen Prompt und dieser Prompt kann relativ kompliziert sein, weil er schon mehr oder weniger viele Schritte folgt. So, und daraus ergeben sich Szenarien wie Prototyping. Also ich habe da mal eine Idee für einen Buchtext zum Beispiel, schreibe da doch mal den Buchklappentext um die Einführung. So, könnte ich mir das Schreiben von Texten nun vereinfachen. Oder jegliche Art von informativen Content. Also stell dir doch mal ein Beitragsbild. Kennt ihr wahrscheinlich auch zwischen allen, die Bilder. Super für Marketing. Anders spannend, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe dieses Jahr schon einen Rechtsstreit selber gewonnen durch KI. Wir haben eine Markenrechtsverletzung unterstellt für einen Blogartikel. Ich würde da eine andere Marke missbrauchen, weil ich sie nenne. Soll 2000 Euro und bezahlen und eine Belastungserklärung. Und mir wurde auch von vielen verschiedensten Seiten zugeraten, das zu tun. Aber unter anderem meiner nicht kritisch denkenden Partnerin. Man feststellt, so einfach ist das nicht, ist doch doof. Und haben dann geguckt, was gäbe es noch für Paragraphen und Deutungsweisen dagegen zu argumentieren. Und haben unter anderem das Chat-Bild schreiben lassen, um dann festzustellen, na gut, das wird die Gegenseite noch nicht annehmen, wenn das nicht vom Anwalt kommt. Aber dann habe ich noch den Tipp gefunden, ich kann dann der Gegenseite drohen, dass ich ihre Marke löschen lasse beim Markenamt. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber in dem Moment, wo ich es drohe, bin ich in einer besseren Position. So, lasse dieses Drohschreiben von ChatGPT schreiben und auch schon die Begründung für den Antrag fürs Markenamt. Furchtbarer Kleinkram, hätte ich niemals alleine Lust drauf. Aber ich kann der KI sagen, das ist das Formular, fülle das mal aus und schreibe die Begründung. Und habe damit eine juristisch klingende Drohung, die ich nicht abschicke. Genau wie einer Schulleiterin dieses Jahr schon geholfen, sich gegen lästige Eltern zu wehren, die notorisch Diffamierung verbreiten im Kollegium, was die Lehrer als Böses tun würden. Und
um aus der Verteidigungsposition rauszukommen. Irgendwann, ja, dann schreib doch mal ein, zwei Drohbriefe, wo du zeigst, du hast das hier ein Anwaltsschreiben vorbereitet und ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft. Die musst du ja nicht abschicken, aber wenn sie das lesen, dann. So, also zwei, das eine beschleunigt mir kreative Arbeit. Das nächste ist, ich kann mich wehren, weil ich eine bestimmte Sprache einnehme, die ich selbst sonst vielleicht nicht einnehmen würde oder für die ich auch nicht die Kapazität hätte. Futuring, so ein bisschen was ich gemacht habe, also wir spielen Zukunftsszenarien durch. Ich spiele mal eine Kopie durch. So, also ich spiele mal mit der KI durch, wie sehe denn die metamoderne Zukunft aus? Oder wie sehe denn eine Schule, eine Welt aus, ein Schulsystem ohne Noten und ohne Schulnamen? Und lass mir damit mal ein paar Details ausarbeiten. Und wo komme ich denn da hin? Ist das schon was, was ich haben möchte? Genau, natürlich ist es ein statistisch erzeugter Gebiet, das ist noch nicht verkörpert. Aber ich habe mal ein paar Gedanken weitergesponnen, die für mich viel Zeit und Aufwand bedeuten würden. Selbst genau, und natürlich, sobald wir irgendwo Daten haben, die wir reinspielen können, zum Beispiel, das lesen die Menschen auf meiner Webseite oder das sind aktuelle Trends, guck da mal in der Datenbank nach. Schlag mir mal vor, was die, das nächste interessanteste Thema sein könnte. Also wenn wir jetzt beschließen würden, einen metamodernen Dachverband und ein metamodernes Institut zu gründen und gucken, wie setzen wir da ein Trendteam, dann könnte man sagen, analysieren wir mal die gesellschaftlichen Trends auf LinkedIn und hier, wir füttern dich noch mit, das haben die Leute mit Formular eingegeben, warum sie so mit Profi gemacht sind. So, dann könnten wir uns ausspucken lassen, formulieren mal den nächsten Newsletter, der als nächstes mal aufschaut. Auch da die Unterstützung in der Ausarbeitung von datengeschützten Medien. So, das sind die relativ naheliegenden Nutzungszwecke von ich chatte einfach nur mit dem Ding. Aber kennt ihr vielleicht schon? Ergänzung? Die Erfahrung oder für was euch schon genutzt? Ich lese gerade hier zufällig Blogartikel, da geht es um das Berliner Keimabgabe und die schreiben, dass man personalisierte Snacks Bots inzwischen auch immer beliebter werden. Also die da erotische Erlebnisse personalisieren mit Hilfe von KI. Kommunikation. Können wir das mal gucken? Personalisierung. Personalisierung von der Menschen. Okay. Eine Mischung aus Prototyping und Zukunftsszenarien. Ich personalisiere mal eine Idee auf 10 verschiedene Zielgruppen. Ja. Ja. Zwei Dinge. Ich habe schon damit gearbeitet, indem ich mir so Recherche. Dinge erspart haben. Also suchen wir mal zusammen, was es für den Begriff gibt, in dem Bereich und so weiter. Und immer wenn ich es bekommen habe, ich den Eindruck, ich habe einen sehr dummen, aber sehr eifrigen Assistenten von mir, der sich total in konventionellen Denkmustern bewegt. Denkt nur, dass er produzieren kann, was halt da gerade als Passwords und als Wichtigkeiten irgendwie zirkuliert. Ja. Und deswegen habe ich ein Störgefühl, wenn ich da irgendwas von komplizierten Denkprozessen dann irgendwie sehe. Also mich würde interessieren, ab welchem Punkt du tatsächlich vom Denken reden willst, weil also denken sich dann noch an gar keine Stelle. Ja. Ich habe eine Folie für die ich mache ein anderes Beispiel, wenn man kommt. Also vielleicht auch vorweg, es ist mal dann besonders nützlich, wenn ich wenig Aufmerksamkeit habe oder nur wenig Wissen. Und dann viel auch neues Wissen durch viel Recherche abkürzen kann und wenn ich wenig Zeit habe. Genau, wenn du schon Experte in dem Thema bist, dann kann es gut sein, dass die KI jetzt nicht mit dir enthalten kann. Die Tiefe und die Detailliertheit und menschliche Verkörperbarkeit, für die KI nicht so weit kann. Aber ich erschließe mir ein neues Thema relativ schnell, glaube ich. Habt ihr auch noch Beispiele oder Fragen? Nee, Entschuldigung, also mir muss ich nochmal einfallen. Eben genau nicht kein neues Thema, sondern du hast den Datenstand, der da ist, und der wird reproduziert, der wird mustererkannt, der wird neu kombiniert. Es ist nichts Neues. Ja. Also Paradigmenwechsel kann dir die KI auf keinen Fall liefern.
sondern sie kann dir sagen, was alle denken. Nur das halt ein bisschen umfassender. Ja. Ist mein bisheriger Eindruck davon. Ja. Korrigiere mich gerne, verstehe ich nicht mehr davon. Aber das Problem der Kreativität ist, es wird hier nichts Neues geschaffen, sondern es wird rekombiniert. Und wenn wir das nicht klären und das Teil unserer Kreativitätsvorstellung ist, dann laufen wir irgendwie ins Leere. Auch hier finde ich das sehr spannend, würde aber dabei bleiben, dass ich pragmatische Nutzungszwecke zeige, wenn wir sie als nützlich, also wenn ich sie als nützlich abbilde, wir nutzen, wenn ich sie nicht. Und ob das jetzt eine umfassende Situation ist, würde ich ehrlich gesagt jetzt gerne ausklammern, weil ich die Sorge nicht habe. Bin ja verstehe ich gut, aber dann nur ganz vorsichtig sein mit solchen Sachen wie Denken oder sowas. Also ein bisschen von der Sprache her wäre ich sensibel, was ich da einführe einfach. Es erlaubt mir, neue Gedanken zu entwickeln. Also ich konnte dadurch Gedanken entwickeln, die ich davor nicht hatte. Ich hatte bis dahin zum Beispiel nicht zu Ende gedacht, wie sieht ein metamodernes Vaterunser aus. Ich hatte bis dahin nicht zu Ende gedacht, wie mache ich einen Gegenangriff an eine Partei, die mich wegen Markenrechtsverletzung anbietet. Ja, Sicherheit kann schon ein sehr guter Verhandlungspartner sein für viele Ideen, für Konzepte, Seminarkonzepte, was das nicht. Also ich arbeite auch total viel mit der Ich zeige noch zwei Beispiele, wo ich sage, es kann sein, dass sie keine sagen, gewünschte, ideale Form von Transformativität erfüllt oder noch nicht erfüllt. Aber es reicht mir, dass sie mir hilft, meine kreativen Prozesse zu beschleunigen und aus meiner Sicht darin auch selber kreative Neuschöpfungen von neuen Kombinationen vornehmen. So, das reicht mir pragmatisch. Doch. Ja. Also, ein von den Beispielen, Klaus, sag doch mal, wie viel Erfahrung hast du vor dem einen Fall, den ich gleich zeige, gehabt mit der Moderation von Workshops und Anleitung von der Mannschaft? Das ist so gut wie keine. Okay. Also, da war eine Anfrage von einer Schule, Design Thinking und für Zukunftsorientierung für ihre Schüler und Schülerinnen zu lernen. Und wir hatten einen Personalengpass und Klaus und ich wollten das zusammen machen. Ich konnte aber spontan nicht. Bis Klaus nach Hessen gefahren, in den Taunus, und hat vor 100 Schülerinnen und Schülern und dann einen Design-Thinking-Workshop geschaltet. Stört das nicht, du hast auch Schüler dahin geschickt. Das geht schon. Eine knifflige Phase ist das Formulieren von Brainstorming-Fragen. How might we fragen oder auf Deutsch, wie können wir? Also man anfängt eben einen Rahmen zu ziehen um einen komplexen kreativen Prozess. Und um das für 100 Menschen gleichzeitig zu machen, haben wir beschlossen, naja, wir geben den allen dafür unterstützende Props. Also um dass 100 Personen gleichzeitig Brainstorming-Fragen formulieren können, was einfach ein gewisses Gespür braucht und Erfahrung in wie formuliere ich denn eine gute Frage? So wie als Coach oder Therapeut brauche ich eine gewisse Erfahrung, wie formuliere ich gute Frage? So, und wo das alles sich dann eben dieses Beispiel hier runterkopieren kann von der Webseite, wo sind wir mit 100 Personen gleichzeitig für sich ihre Herausforderungen runterbrechen auf eine Brainstorming-Frage und dann auch noch ChatGPT die Brainstorming-Fragen anstoßen lassen. Wo ich das möglich wollte. 100 Menschen gleichzeitig an Nutzungsfragen arbeiten, auf eine qualitativ sogar gesicherte Art und Weise. Was haben wir noch? Ich habe noch ein anderes Beispiel, also ein bisschen, ich habe was wie Python und Mathe abgelernt, aber ich habe nie Webprogrammierung gelernt. Und habe immer was wie WordPress benutzt. Naja, ich hätte jetzt gerne mal die Funktion einer Webseite. Zum Beispiel eine Zufallsgenerator. Das habe ich aber nie hingekriegt. Muss man JavaScript lernen. Aber ChatGPT hat JavaScript. Und hat mir dementsprechend Software-Bausteine ausgespuckt, wie ich einen Zufallsgenerator in meine Webseite einbauen kann, um zum Beispiel Zufallsgeneratoren systemische Fragen auszuspucken. So. Stell dir vor, ein Labor hat dann diese Idee, was Gatsby bietet. Da ist und so weiter und so fort. Also auch da eine Kompetenz, die ich bis dahin nicht alleine nehmen konnte,
konnte ich abkürzen und überspringen, indem ich mir dafür nötige Schriftbausteine wie Softwarebausteine ausdrucken lassen habe und nur noch eine. Was ich vorher nicht gekonnt habe. Ist das in deiner Webseite? Ja. So, und jetzt auf der nächsten Stufe komme ich nämlich, wenn ich jetzt feststelle, das mache ich immer wieder. Zum Beispiel entwickle ich immer wieder Infotexte, entwickle ich immer wieder Bilder, brauche ich immer wieder zum Beispiel auch eine Recherche, was sind die kritischen Grundfaktoren für das Thema, mit dem ich arbeite, damit ich auch für das auf Fuß habe. Könnte damit nun meine Wertschöpfungskette von meiner Arbeit abstrahieren und dann versuchen, die jetzt systematisch durch KI Schritte zu ersetzen. Nur dass es gibt. So. Und dann kommen wir zu einem nächsten Stadium, nämlich ich spezialisiere jetzt eins dieser LLM-Module auf genau meine Aufgabe, sodass ich noch fauler werden kann und ich der KI gar nicht erst sagen muss, was ich machen soll, sondern sie weiß schon, was ich machen will. Ich sage ihr nur, zu welchem Anlass, und sie führt es aus. Sie haben dann ein spezialisierter Agent, der bestimmte Abfolgen von Gedankenprozessen oder von Textprozessen in einer bestimmten Umgebung ausführt, gleich noch auf bestimmte Datenbanken zugreift, im Idealfall zum Beispiel auf wissenschaftliche Datenbanken oder auf Marktdaten. Und mir wird einige Schritte ab. Meine Auswahl von denen, die ich schon erstellt habe, zum Beispiel für eine Lieblingsmethode von der anderen, das ist ja das Gruppenpuzzle. Nach Petty ist das, hat es eine Not und einen Boden, das ist eine gute Fettstärke, kann eine Schulklasse für 2 Stunden beschäftigen, ohne dass ich noch so viel machen muss, und hat halt nur eine Interaktion und genau. So. Und das war die Aufgabe, das umzudefinieren. Also kann ich dir sagen, spuck mir bitte zum folgenden Thema, sei es zu Metamoderne oder zu Wärmetransport, spuck mir dafür deinen Fokus aus. Auch wieder, es ist nicht perfekt, aber ich habe konnte mit wenig Aufmerksamkeit, das kann ich beim Bahnfahren, während ich stehe, spuckt es mir ein Konzept aus, das ich als Grundlage nehmen kann, um es ganz besser. Ich habe es dort mir, dass es für mich angepasste Beitragsbilder hat. Das hat geschrieben als minimalistische Achterregel. Darauf entschloss, die Quick and Dirty Meta-Analyse. Das heißt, zu einem Thema, ChatGPT hat nichts im Griff auf die wissenschaftlichen Datenbanken, aber es hat statistisch eine sehr gute Datenbasis, um mir zu sagen, was sind denn die Wirkfaktoren zum Beispiel für, jetzt können wir die Handy-Studie versuchen nachzumachen, aber eben sowas wie für Coaching. Es gibt wenig gute Studien, die sich direkt auf Coaching beziehen, aber viel eklektisches Wissen dazu. Also kann der ChatGPT daraus schätzen, was sind die Effektstärken genau. Und dann kam raus Beziehungsebene, Ressourcenaktivierung und Zielfindung, um passend zu dem, was mir Hugo auch erzählt hat, dass die Wirkfaktoren sind. So, und vor allem dann wird es spannend, wenn ich ja einen Bereich habe, der jetzt so speziell ist, dass man annehmen kann, dass es dazu ein Bild gibt. Zum Beispiel, wenn ich eingeladen bin, das war ein Vortrag zu New Work für Mitarbeiterbindung. Jetzt kann ich nicht davon ausgehen, dass irgendwer explizit daran geforscht hat, aber durch das indirekte Wissen, was rundherum mit ähnlichen Bereichen verknüpft ist, spuckt mir ChatGPT eine geschätzte Wirkfaktor und geschätzte Effektstärke aus, um mir zu sagen, was wäre ein quantitatives Ranking, um Mitarbeiterbindung zu schaffen im Kontext von Google. Wäre davor jahrelange Arbeit gewesen, die Daten dort zu erheben und zu vergleichen. Und so geht es in einer Woche. Ja. Aber Zugriff auf PubMed hat es nicht. Nee. Weil ab da wird es spannend, das ist eigentlich die Basis für eine gute Meta-Analyse. Ja, natürlich. Ja, es gibt eigentlich es gibt auch KIs inzwischen, die speziell ausgerichtet sind auf PubMed oder welche auch immer. Genau. Aber ehrlicherweise reicht mir auch zur groben Orientierung diese Probeschätzung. Sie ist natürlich nicht perfekt, aber es ist ja eh ein, so eine Effektstärke ist ein statistischer Mittelwert. Es werden große Datenmengen, werden
natürlich immer noch an der Außenbücher an Auswahl und Berechnung anbietet, aber es sind letztendlich Zusammenfassungen von sehr großen Datenmengen. Das, was du von Ihnen. Ja, genau. Also, wenn meine Wertschöpfungskette aussieht, zum Beispiel um ein neues Thema, mit Info-Konfessor schließen, dann machen Sie sowas wie, es gibt einen Framework-Finder, ich gebe ihm ein Stichwort und er sagt mir, was sind dazu gängige Methoden, Modelle und ja, Rahmenmodelle, über die der Rest der Welt auch spricht. Um zu gucken, wie würden andere Menschen das nennen und gibt es schon dafür. Das sieht mega gut aus, weil das mir einen Beitrag erstellen, vielleicht auch diese Info-Content und vielleicht auch noch einen linken Text. Nichts davon ist perfekt, aber ich habe es. Man würde nicht Tage brauchen, das. Genau, dann brauche ich Tage mit einer hohen Konzentration. Und so kann ich es machen, während ich in der U-Bahn stehe und abgelenkt werde. Also das Problem, was ich daran sehe, ist, dass das Gehirn ja, also dass unser Mensch, also, oder beziehungsweise auch ein großes Gehirn, extrem viel Energie frisst. Also das, was wir essen im Ruhezustand, wir brauchen uns nicht zu bewegen, geht ganz viel ins Gehirn rein, weil da eben so viele Daten verarbeitet werden. Und das ist bei der KI eben ähnlich, habe ich mich mal gelesen, dass da eben so ein wahnsinniger Pool an Daten verarbeitet wird, dass das wahnsinnig viel Energie frisst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich finde, das ist eine Luxussache, was wir da jetzt, also das, was du dir vorstellst, das ist extrem toll, das ist so schön wie Fliegen, finde ich. Ja, also es kam eine Zeit, wo ich gedacht habe, Fliegen ist das Schönste auf der Welt, warum machen das nicht alle? Ja, also das ist, wenn ich mir vorstelle, das würden jetzt alle auf der Welt machen, das würde quasi die Kapazität, Energie, also ich meine, wer es sich leisten kann, weißt du, so zu arbeiten, also so viel Energie auszuladen, die jetzt eigentlich mit ein bisschen Glucose unser Gehirn vielleicht leisten könnte alleine, und so müssen wir unheimlich viel verbrennen, damit eine Maschine das machen kann, was wir eigentlich alleine könnten, also wir lagern das aus und nutzen dafür quasi eine fremde Energie. Also so ähnlich gesehen wie Fleisch essen, finde ich das. Genau. Also das, theoretisch könnten wir auch mit pflanzlicher Energie uns bewegen, aber es geht ja irgendwie schneller, Schnitzel schneller gebraten, als ein vegetarisches Gericht zu essen. Also so ungefähr, also ich finde, nichts kommt von nichts. Da steckt ganz viel Energie drin, ne? Also alles, was du da jetzt gesagt hast, finde ich, hat auch einen sehr großen Schein. Also ich meine, im Sinne von positiv nicht. Da ist nichts, sondern also das hat eine Strahlung, eine Ausstrahlung. Aber da steckt auch viel Energie drin. Und jetzt ist die Frage, ob wir uns nicht leisten können. Ja. Soziale Rechte Einwand? Genau. Ich will es nicht erklären, das kann ich nicht. Aber ich meine, es kann ja auch sein, dass sie dann in Zukunft weniger Energie verbrauchen. Das ist die Hoffnung. Klar, genau. Ich bin mir sicher, ja. Also wenn wir sehen, früher hatten wir riesige Bildschirme, riesige Trümmer an Computern, jetzt haben wir so kleine Dinger, ja, wo ganz viel Speicherkapazität dran geht, denke ich mir, dass sich das auch entwickeln wird. Und das ist schon gut. Man kann inzwischen auch sowas wie ChatGPT auf seinem Computer lokal installieren und ich könnte damit theoretisch das auch machen. Auch das und je spezialisierter es ist, desto weniger allgemein. Aber die verbrauchte Energie wird ja woanders gespeichert, das ist wieder für uns unsichtbar, was eigentlich im Hintergrund passiert. Und da machen wir uns ja wieder was vor, dass wir sagen, jetzt haben wir so ein kleines Gerät, aber wir wissen ja, dass die Zahlen, genau, die CO2 ist durch den Energie, das ist exorbitant und es wird nicht drüber gesprochen, weil wir gerade das alles so lieben. Genau. Und hier gerade völlig wieder begeistert und bekippt sind vor Freude. Das, ich finde es ja auch irre. Also, ja, genau. Volle Wertschätzung für den Beitrag, weil er so zum Denken anregt, aber Das gar nicht weg. Also, wie braucht das Energie? Ich bin optimistisch, dass der Energieaufwand stark gesenkt wird, so wie von Computern ja auch. So, und dann, ich versuche gar nicht als moralisch zu
Aber im Moment werden, glaube ich, wirklich die Serverfarmen exorbitant gerade aufgebaut und ausgebaut im Rhein-Main-Gebiet, auch Riesendinge. Das ist ein relevanter Faktor inzwischen und wenn alle das anfangen zu nutzen, dann wird es durch die Decke gehen. Ja, wenn das unsere Zukunft ist. Also die Einwände kann ich alles total nachvollziehen. Ich habe das ist ein ganz anderes Thema. Ja, also ja. Ich hätte den Wunsch, dass wir den Karl jetzt einfach mal seine Präsentation zu Ende führen lassen und dass wir über das Thema, wie gefährlich und dass wir das zum anderen Zeitpunkt machen. Aber ich stimme euch also komplett zu. Ich hätte nur gerne so, dass wir ihn jetzt mal sein Thema zu bringen. Also mein Wunsch. Ja. Ja. Lernprozesse. Auf jeden Fall ist das nicht der eine wahre Prozess, aber ich mag es, halbwegs standardisierte Prozesse zu haben. Das Idee, die ich mir selber zurechtentwickelt habe, dass ich einen Lernprozess als eine Art Heldenreise an Joseph Campbell ausgerichtet orientiere, weil das eine Dramaturgie vorgibt, wo ich möglichst leicht anfange und mich mit möglichst hohen Kompetenzen reinarbeiten kann. Um am Ende das Gefühl von, ah, wir haben hier eine neue Situation. Aber versuche ich auch wieder diesen Prozess, die Entwicklung von Lernkonzepten, Lernkonzepten, zu automatisieren. Und mache zum Beispiel eine didaktische Analyse. Was sind Kompetenzen, was sind schöne Erfahrungen gemacht werden können, was sind die wichtigste Wissen auch. Das Ganze kann ich dann eben mit einer kriegen, in eine didaktische Abfolge, kann mir eine Agenda ausspucken lassen, kann mir zum Beispiel einen Probekurs erstellen lassen, Arbeitsaufträge formulieren lassen, Materialien für 6 verschiedene Kompetenzniveaus und Sachen, die auch Unterrichtsbesuche mit Referendariate haben, das ist großer Spaß, kann ich mir auch damit theoretisch auf Knopfdruck ausspucken. Natürlich nicht perfekt, aber das ist um noch auf das Thema in den Boden zur Bildung zu schlagen, was natürlich es nimmt uns nicht ab, dass wir als Menschen gucken, macht das für mich als Mensch Sinn, hat das wir haben gewusst oder ist das eben nur eine statistische Auseinanderwirkung, aber es ist leichter, es zu machen, wenn ich schon was in der Hand habe, nicht Angst habe, dass ich es fertig kriege, wenn der Unterrichtsbuch ansteht, und eine Gesprächsbasis habe. Und wenn ich jetzt noch weiter spielen würde, nur um zu zeigen, wo die Reise hingehen würde, dann gäbe es jetzt ein paar Zahlen von den verschiedenen Agenten. Also würde nicht nur ich nacheinander meine Karriere ablaufen lassen, die dann nacheinander Analyse machen und Material ausspucken, sondern würde auch noch in einer Programmierumgebung, verschiedene Pakete, zum Beispiel Python, die Open Source sind, in denen ich sagen kann, sprich jetzt erst die KI an die Inhalte entwickelt, dann meine andere KI die folgenden Methoden darauf anwendet, lass mich priorisieren, mach Qualitätskontrolle und spuck mir dann am Ende das ganze Konzept aus. Und vielleicht würde ich noch einen Rahmen geben können, vielleicht auch nicht. So, um auch größer angelegte, kompliziertere Denkprozesse oder meine ich damit auch kompliziertere kreative Prozesse abbilden zu können. Genau, was dann nahe kommt an eine Stufe von menschlicher Intelligenz, die in bestimmten spezialisierten Domänen, nach meinem Verständnis auch zumindest schneller ist als menschliche Intelligenz natürlich, aber auch Durchschnittskompetenz an menschlicher Intelligenz übersteigt. So, das ist ein kleiner. Aber wir haben schon solche Shit-In-Shit-Out-Probleme gehabt. Shit-In-Shit-Out? Also die produzieren ja teilweise wahnsinnig plausibel klingende Blödsinnstexte. Ja. Ich stelle immer wieder fest, dass ich wahnsinnig genau wissen muss, was ich da gerade bekomme und auch ein wahnsinniges Hintergrundwissen brauche, um solchen Hems dabei zu erwischen, wenn man sich was ausdenken kann, was nicht stimmt. Und wenn ich gerade ein LLM nutze, um in einem Bereich was zu tun, wo ich mich nicht auskenne, habe ich immer höllische Angst, dass ich einen plausibel getexteten Blödsinn kriege, den ich dann
kritiklos übernehmen, weil ich einfach nicht weiß. Ja. Wie siehst du das Risiko in den Anwendungen, die du da schilderst? Also auch dafür gibt es da nichts. Die mir sagt, was sind denn gängige Methoden? Also was soll ich denn kennen? Das sagt mir zum Beispiel zum Thema, sag mal ein Thema. Das ist total beeindruckend. Das ist das Beste, weil das sieht man sonst gar nicht, was du da meinst. Dann wissen wir. Mach die V-Variante, du musst einfach ChatGPT mit mir darin spezialisieren. Ja, also dann. Und wenn ich dann das Thema schließe, wie gesagt, dann fange ich gerne an damit mit dem Framework Finder, der mir sagt, was sind denn da so typische Kanten? Das ist jetzt die kostenpflichtige Version. Ja. Aber den Prompts, die er erstellt hat, oder die sich benutzt, kannst du auch. Den kann man inzwischen auch so benutzen. Also gib mir mal ein Stichwort, wo du beschäftigt wirklich habe. Beispielsweise Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf verfügbare Arbeitskräfte in den nächsten 30 Jahren. Aha. Okay. Eine Praktik, man kann es auch eigentlich reinsprechen. Ich weiß aber gar nicht, wie es hier geht. Nee, schon. Okay. So. Auswirkungen der, sag mal. Soziodemografische Entwicklung auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in den nächsten 30 Jahren, vielleicht in Deutschland und dann zu werden. Okay, es gibt eben hier Methoden, mit denen ich das machen könnte. Zum Beispiel eine Pestel-Analyse, können die Probe und Szenario-Analyse, SWOT-Analyse. Das ist noch nicht so über Frameworks zum Inhalt. Ja. Jedenfalls. Also das steht über Form Demographic Transition Model, in Simulation Analysis. Wenn du das ist ein Notprogramm, aber ich kann gucken, dass auch, weil ich nachdenke, hat darüber, in welchem Rahmen haben andere Menschen schon darüber nachgedacht, sodass wenn ich anfange, darüber zu reden und zu schreiben, ich mich auf etwas beziehe, was gängig ist. Also ich habe beispielsweise mal wissen wollen, ob es eine Studie gibt und wo und wer die gemacht hat zu einem bestimmten Thema, also Auswirkungen von Schwerlastverkehr auf historische Bausubstanz. Ich habe da versucht zu prompten im Rahmen meiner Möglichkeiten und habe eine Antwort bekommen, die schon selbstverständlich gibt, und zwar die und die und die Leute haben an der und der und der Uni dann und dann und dann das, die Arbeit abgeliefert. Das stimmte nicht. Ja, du musst dann fragen, mit links, gib mir wirklich das. Also dann macht es wirklich Sinn, lieber eine Ergänzung, die auf wissenschaftliche Datenbanken trainiert ist. Mhm. Was ist denn immer nur, also wenn wir stimmt inzwischen in der Hälfte der Fälle schon mal besser als vor einem Jahr. Okay. Inzwischen stimmt in der Hälfte der Fälle die Ausspruch. Und wenn ich frage, sind die Quellen echt, dann sagt er mir inzwischen auch, ja, ich glaube, es gibt vielleicht. Wenn ich sage, es gibt ja bitte mal echte Quellen, dann findet er dann eine. Ich habe übrigens meinen Prompt über eine Prompting-KI generiert, ja. Also weil meine eigenen Prompting-Fähigkeiten so perfekt sind. Und habe auch genau die Plausibilisierung und die Quellennennung gebeten, war auch alles falsch. Alles falsch, das ist stimmt. Die Leute gab es, die Unis gab es, aber die hatten die Lösung. Ja, die Gefahr gibt es natürlich. Aber es ist schon deutlich besser geworden, sowohl der ChatGPT, also wie gesagt, auch dafür wird es dann halt eine spezialisierte KI geben. Also geht schnell. Ja, also das, was als ChatGPT vor, wann war es, fast zwei Jahren rauskam, und was es jetzt kam, ist schon ein riesiger Unterschied. Also können wir davon ausgehen, dass das in den nächsten Jahren auch weiter stetig besser wird. Ja, genau. Also ich will dem auch nochmal zustimmen. Also aus meinem Alter kenne ich das halt auch, dass wenn es an konkrete Inhalte geht, also ich programmiere zum Beispiel damit, dann ist halt wenig Wissen und wenig Aufmerksamkeit eigentlich das Gefährlichste. Also zum Beispiel hat er mir einmal nur für ein Logging, was quasi einfach nur ein Logbucheintrag ist, empfohlen, den Masterschlüssel in den Browser abzulegen, womit ich alles hergegeben hätte. Und das war nicht lange her sozusagen. Also ich glaube, man kann eigentlich das momentan nur als ergänzend zur menschlichen Arbeit nutzen. Und ich würde
sehr ungern sehen, dass Lehrkräfte einfach so Content generieren, die dann ungeprüft an die Kinder gehen zum Beispiel. Also, ich würde sagen, es bringt da diese Worte dominieren, wenn jemand vorhätte, sich entscheidende Lebenstipps und medizinische Ratschläge von ChatGPT geben zu lassen, ohne die kritisch zu hinterfragen. Also es ist natürlich, dieses Schritt-in-Schritt-Aufstellung, den gibt es natürlich. Von Lehrkräften würde ich so viel Qualitätssicherung durch die Ausbildung erwarten, dass sie fähig sind zu hinterfragen, was sie da machen. Frag doch mal nach dem Sinn des Lebens. 42. Ich dachte, das wäre nicht so. Also Erfüllung göttlicher Vorschriften, Verwirklichung des eigenen Potenzials oder Fortpflanzung. Mit der Einordnung, es gibt keine universelle Antwort. Herr Peter, das schon. Ich bin in diesen Welten nicht zu Hause und staune dann immer, was da alles schon geht oder nicht geht. Aber auf mich wirkt es jetzt immer noch so, im Moment, jetzt mit meinem begrenzten Wissensstand, es wird eigentlich als Abkürzungsmethode verwendet und neigt dann eben doch dazu, also zum einen ist jetzt zum Beispiel diese Diskussion jetzt sehr aufgeploppt, wenn eben die Datensätze, auf die es zugreift oder mit denen es trainiert worden ist, insgesamt einen rassistischen Unterton haben als Grundmelodie, dann spielt es eben genauso diese Grundmelodie wieder aus. Und in diesem Abkürzungsverhältnis liegen jetzt natürlich unglaubliche Faszinationen. Und einige werden das sicherlich so weit bringen, dass es ihren Arbeitsstil dann tatsächlich ergänzt und perfektioniert. Aber prinzipiell führt es natürlich erstmal dazu, dass das, was Adorno dann Theorie der Halbbildung genannt hätte, noch viel stärker und noch viel intensiver zum Grundzustand des Lebens wird und dass das, was wir hier Bildung nennen, dann ganz, ganz, ganz weit in den Hintergrund rückt, weil man sozusagen das schon für Kreativität und für Bildung hält. Und diese Gesamttendenz macht mir wirklich grundtief Angst und da bin ich dann gegenüber der vordergründigen Faszination doch an einem Punkt, wo ich sage, wenn wir das jetzt zum Baustein machen, mit dem wir Zukunft bauen wollen, dann macht mir diese Zukunft sehr viel Angst. Ja, das hat hier einen Vorführeffekt. das kann ich nachvollziehen. Ich würde aber wie bei den anderen Einwänden auch in so ich würde da gerne nochmal anknüpfen. Ich sehe zwei Faktoren. Das eine ist, es ist natürlich ein großartiges Instrument. Also ich finde es auch faszinierend, wenn ich mich mit diesen umspiele und da irgendwas ausprobiere und so weiter. Also das ist absolut faszinierend und spricht auch meinen kindlichen Gadget-Trieb irgendwie enorm an. Und ich sehe die große Gefahr, dass wir deshalb extrem überschätzen, wozu das zu benutzen ist. Also dass wir da Anwendungsfelder dann suchen, die eigentlich dafür überhaupt nicht geeignet sind, denn der Ausdruck Denken oder Kreativität oder auch Intelligenz ist für den Bereich völlig unangemessen, meiner Ansicht nach. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und zwar deshalb, ein wesentlicher Teil menschlicher Intelligenz oder Intelligenz überhaupt, wie wir sie kennen, ist die Fähigkeit, wirklich den Rahmen radikal zu ändern. Und der Rahmen, der hier gesetzt wird, ist ein Datenuniversum, das vor allem von Tech-Konzernen gespielt wird. Also die Datensammelart, die Art, wie das erfasst wird, die Informationen, die wichtig oder unwichtig sind, das ist ja alles vorgeformt. Ja? Und deswegen ist das hier, wenn wir unseren Wirtschaftsprozess oder unser ganzes gesellschaftliches Leben als großen Brand begreifen, dann ist das ein Brandbeschleuniger. Wir können die falschen Sachen noch schneller machen und noch effizienter. Ja? Und das da sehe ich in diesen Gefahren. Deswegen finde ich immer schwierig, wenn man so sagt, na, wir können die tollen Lösungen anbieten und hier haben wir noch effizientere Lösungen. Für wen Lösungen? Ja? Wer wird dafür bezahlen? Wer wird davon was haben? Ja? Welche Machtposition stärken wir dadurch? Und da ist die KI überhaupt keine Hilfe meiner Ansicht nach. Die kann sich noch weiterentwickeln, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir gehen von jetzt im Stand raus und die Entwicklung läuft ja. Wir können die hier sicherlich auch überhaupt nicht aufhalten. Aber diese kritischen Fragen zu stellen, finde ich schon extrem wichtig. Ja. Und es darf nicht einfach nur ein schickes Produkt sein, mit dem wir halt wahnsinnig viel machen können. Ja. Weil das, da entsteht eine ganz gefährliche Suggestion meiner Ansicht nach.
Ich muss ein bisschen denken an die, ich habe ja keine Ahnung, was ja erlebt, aber die Mathe zu, ist die Mathematik oder die Physik schuld an der Entwicklung von Atombomben? Weil es geht, weil die Menschen, die es entwickelt haben, sind sie schuld daran, dass es Menschen gibt, die es missbrauchen. Und im Idealfall lernen wir ja kollektiv, werden wir ein Kollektiv, das ist bewusst, sowohl was geht, als auch was nicht geht. Im Idealfall gibt es auch dafür ja irgendwann Ethikkommissionen und Regularien, die sich für eine sinngemäße Einbettung einsetzen. Das ist jetzt natürlich nur möglich, aber auch das gibt es ja schon. Das wäre jetzt meine Reaktion darauf. Ich schlage auch hier wieder vor, sie später weiter zu tun. Alles gut. Aber danke, das sind natürlich vollkommen sinnvolle und wichtige, wichtige Einladungen. Ich fühle mich leider etwas abgeschlossen. Vielleicht noch das, wie wir das Werkzeug einsetzen, da sehe ich einen wichtigen Faktor, nämlich eine Demokratisierung. So wie das Internet ja auch eine Demokratisierung von Wissen ist, ist das eine Demokratisierung von bestimmten Kompetenzen. Also, wenn ich vielleicht einfach durch wenn ich zum Beispiel die Intention habe, ich möchte jetzt einen bestimmten Bildungsstatus erreichen, dann kann ich mich damit gleich erst einen Abschluss arbeiten, als wenn ich zum Beispiel nicht die entsprechenden Förderung und Fähigkeiten und Umfeld habe, kann mir nach keinen Nachhilfe leisten kann oder keine Anwälte leisten kann, oder dann finde ich damit ein Instrument, das mir persönlich hilft, trotzdem teilzuhaben an einer Wissensgesellschaft. Also ich finde, für mich ist, also ich will gar nicht in die philosophische und die soziale Debatte einsteigen, sondern einfach mal kurz sagen, wozu ich ChatGPT super finde. Es kann ja so nach einem, also wir haben ja auch, wenn wir über neue Projekte reden, oder ich habe das zumindest, andere Dinge das nicht haben, habe ich manchmal so Anschubschwierigkeiten. Dass ich weiß, wie fange ich denn jetzt an? Sondern dass ich dann, und mit Hilfe von ChatGPT und anderen KIs bekomme ich erst die Ideen und komme in den Fluss. Das, oder wenn ich irgendwo hänge und nicht mehr weiter weiß, dann kann ich das sozusagen kurz mal reinschreiben und sagen, hilf mir da mal weiter, gib mir mal 7 oder 8 Ideen dazu und zack, dann geht es weiter. Und das ist einfach für mich, also eine der Dinge, das ist, ich habe ja keinen Kollegen, ich bin ja selbstständig, also ich habe niemanden, den ich mal kurz fragen kann, oder könnte ich schon auch machen, aber das ist für mich eben, es wird sich in die Richtung entwickeln, eine persönliche KI. Wir werden uns selten kennen, besser als wir selbst. Und die werden Wegbegleiter werden. Da ist überhaupt gar, da hat überhaupt kein Zweifel dran. Es geht ja jetzt also für uns auch schon mit Karl. Und ich habe einen Austausch vorgestern mit Karl gehabt und er hat mir ein bisschen Zeit. Ich sehe, dass, und wir sind natürlich schon begeisterte Doktors sozusagen, aber es wirklich viele Vorteile noch ist. Es ist, ich kann nur dazu einladen, den inneren Widerstand dagegen so ein bisschen aufzuweichen und sich ein bisschen darauf einzulassen, weil es so viel erleichternd ist. Also ich mache meine englischen Texte sind nicht immer perfekt. Zack, reinkopiert oder schreibt meine E-Mail auf Englisch zurück und so weiter. So easy. Mein Leben ist so viel leichter geworden damit. Und das ist die Einladung. Ich bin darüber total froh, weil ich auch viele Sachen keinen Bock habe. Das macht mir die ganze Zeit. Geil. Aber da würde ich ja nicht mal ausstoppen. Nein, das ist mega frei. Genau, muss ich hier verzeihen. Ich kann nur sagen, ob man auch so ein metamodernes Perspektiv. Was ich spüre, ist, dass da eine ganz subtile Trennung ist. Eine Trennung zwischen uns und KI. Und auch eine Trennung zwischen den Leuten, die KI mögen, und den Leuten, die noch ein bisschen skeptisch sind. Das sind von den subtilen Trennungen, die wir machen. Und was ich gestern ganz schön finde, ist, dass die Trennung verbinden. Und auch wenn wir zu KI gucken, als nicht als etwas, was für uns getrennt ist, aber was irgendwo was mit uns in Verbindung ist. Und vielleicht ist überhaupt nicht die Frage, ob die KI schlimmer ist als uns, oder dass er authentisch ist, oder dass er echt ist, oder dass er wirklich ist. Aber das für mich ist interessant zu sehen, es ist Gott und die KI. Die sind vielleicht schlimmer oder kluger. Statt zu sagen, von okay, die KI ist gut. Und vielleicht geht es nicht um die KI, die klug ist oder nicht, aber mit wem ist die KI in Verbindung?
Und ich spüre das selbst auch. Ich kenne die Geschichte von der Waffenindustrie und Kapitalismus. Und was es nicht ist, die KI, aber die KI mit Militär, diese Verbindung, nein. Ja. Aber das sind Leute wie ich, das sind andere Leute wie Karl, die sind gerade auf der Suche, wie können wir die Verbindung mit Empathie machen? Wie können wir sagen, von okay, wie kann nicht die KI empathisch tun, aber die KI mit mir und mit, ja, was ich auch bei dir spüre, wie kann die KI mit dir, und das ist auch was du sagst, ich werde mit KI, wird das System, wird irgendwo intelligenter oder vielleicht authentischer oder ausdrucksvoller. Und das ist nicht die KI, die KI ist nur ein Tool. Und wenn wir noch in die Trennung denken, okay, das ist KI und das sind Menschen und Menschen sind schlimmer, was vielleicht geht es um die Verbindung. Von wo ist die Möglichkeit, KI zu verbinden, die Kraft von KI zu verbinden mit der Authentizität von Menschen? Was entsteht da? Was sich vielleicht nicht mehr auf KI oder Personen, aber so auf das System bezieht. Ja, vielen Dank. Wir sollen es langsam zum Ende kommen. Ich danke Karl für den interessanten und diskussionswürdigen Input, der sicher weiter diskutiert werden kann, beim Mittagessen, was des Lebens, wo immer wir miteinander reden wollen. Zum Abschluss nochmal das Sonntagsgebet zum Mittagessen. Unser Impressum. Vielleicht lade ich ein, die Spannung in unserer Gemeinde aufzulösen, indem wir uns auf den höheren Sinn verbinden. Und daher nochmal an die Erinnerung, dass wir auf das höhere Vertrauen uns unseren metamodernen Überbau richten. Ich würde euch jetzt nicht abverlangen, dass wir zusammen einsprechen. Und daher unser im Kosmos, geheiligt werde dein Wesen, dein Reich der Harmonie komme, dein Wille geschehe in Vielfalt wie in Einheit. Gib uns heute unsere tägliche Inspiration und vergib uns unsere Kurzsichtigkeit, wie auch wir vergeben denen, die anders denken. Führe uns in die Weisheit und erlöse uns von Ignoranz, denn dein ist das Mosaik des Lebens, die Kraft der Verbindung und die Schönheit des Ganzen in Ewigkeit. Amen.